Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Thomas, Olaf, Nils, Yannick, X929 Player, Godsplay, Michael und Benedikt für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich möchte kurz noch eine Entschuldigung loswerden, und zwar die Mods, die am Freitag herausgekommen sind, habe ich aus persönlichen Gründen leider nicht produzieren können. Ich möchte hier meine Gedanken an Manuel verschicken. Das ist der Vater meiner Frau, der am Sonntag verstorben ist. Daher habe ich nicht die Möglichkeit gehabt, das Video zu machen. Ich hoffe, ihr versteht das und ihr könnt dem entsprechend Verständnis entgegenbringen. Wir haben es heute mit 13 neuen Mods zu tun. Es gibt keine Updates, daher legen wir gleich los mit der ersten neuen Mod. Die erste neue Mod heißt New Holland 8340, kommt von Giants Software, Downloadgröße 11,17 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer Leistung von 125 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 227 Litern, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht 5,4 Tonnen und kostet 79.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich nicht weiter durch, daher gibt es auch keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Die nächste neue Mod heißt PSHK5-Pack, kommt von WD Mods, Downloadgröße 16,25 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Geräten, einmal den PSHK5H. Dieser kommt mit einem Gewicht von 1,1 Tonne, braucht 180 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Der Preis 15.000 Euro. Dabei handelt es sich um einen Pflug, der dann auch in einer anderen Variante kommt, und zwar in dem PSHK5F. Das ist dieser hier, der kommt mit einem Füllvolumen für, Achtung, Dünger von 0,4 Kubikmeter, wiegt eine Tonne, braucht 180 PS, hat eine Arbeitsbreite von ebenfalls 3 Metern und der Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Der Preis 25.000 Euro. Das Design hier kann geändert werden von Standard auf Universalpflugschar und zurück auf Standard. Und das Praktische hierbei ist, man kann direkt beim Pflügen auch gerade Mineraldünger einsetzen. Das heißt, da kann man sich einen Arbeitsschritt sparen. Die nächste neue Mod heißt SIP Silvercut Disc 300 FS Flow. Kommt von Agrardesign Austria, Downloadgröße 7,49 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Front-Mähwerk mit einem Gewicht von 736 Kilo, braucht 61 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 22 km/h. Der Preis 16.720 Euro. Die einzige Konfigurationsmöglichkeit hier ist die Änderung der Designfarbe, und zwar einmal aus schwarzer Gummi zu schwarzem Plastik. Und das sieht tatsächlich sehr, sehr gut aus. Die Textur, die passt perfekt. Sehr, sehr schön gemacht, wie man sich gewohnt ist von Agrardesign Austria. Wir kommen zum Metallfach U457. Der kommt von The Fluorke und Shardy. Downloadgröße 10,02 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt diese Gruppe mit einem Gewicht von 2,4 Tonnen, braucht 120 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis 27.000 Euro. Beim Design kann geändert werden, hier einmal ohne oder mit Spurentilger, das heißt also hier gerade hinter den Rädern wird nochmal was gelockert, oder wie gesagt ohne. Das wären dann auch schon alle Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Rauch MDS 19.1, der kommt von Shardy, Downloadgröße 3,14 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieser Dünger- oder Kalkstreuer, kommt mit einem standardmäßigen Volumen von 900 Litern, Gewicht 450 Kilogramm, Streuweite 18 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit bei 20 km/h. Der Preis 6.500 Euro. Der Aufbau, der kann natürlich erweitert werden, und zwar zu 1500 Litern Füllmenge und zurück zu normal. Beim Design kann hier hinten noch eine Abdeckung hinzugefügt werden, entweder ja oder nein.
Und die Farbe kann gewählt werden aus einer sehr großen Rotauswahl. Das Interessante an diesem Düngestreuer, also Mineraldünger und Kalkstreuer, ist, dass man hier auch die Arbeitsbreite verändern kann. Also so wie man das gewohnt ist bei den Spritzen. Hier kann man das definitiv auch so machen mit dem normalen Streuer. Ich glaube, es gibt keinen Streuer, bei dem man das so einstellen kann im Standardspiel. Ja, eine sehr, sehr gute Option, weil da kann man ziemlich viel Dünger sparen, gerade wenn es in die letzte Bahn geht. Wir kommen zum Staraninja 24 und 40.000. Der kommt von Agrotono, Downloadgröße 15,98 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und wie schon gesagt, kommt dieser in zwei Ausführungen. Zum einen die 24.000er, das ist natürlich die Füllmenge, 24.000 Liter kommt da rein. 4,7 Tonnen wiegt der, 150 PS braucht der und wiegt und kostet 48.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Friedestein, BKT und Trelleborg. Und natürlich gehe ich die Reifenvarianten nicht im Detail durch, daher gibt es auch keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Dann gibt es den Ninja 40.000, der ist natürlich 40.000 Liter groß, wiegt 5,5 Tonnen und kostet 61.000 Euro. Hier haben wir dieselben Konfigurationsmöglichkeiten bezüglich den Reifenhersteller und natürlich auch der Rest ist identisch. Diese Überladewagen können alles überladen, was die Standardfrüchte sind und natürlich auch Zusatzfrüchte, die in Bulk zu verladen sind. Die nächste neue Mod heißt Güllezubringer, kommt von Bayern Agrar, Downloadgröße 7,48 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Hierzu ist zu erwähnen, dass dieser alte Öltankwagen mit einem Fassungsvermögen von 16.500 Litern seit ein paar Jahren als Güllezubringer verwendet wird. Das war einmal ein Wagen mit einem anderen Verwendungszweck, jetzt dient er zum Hin- und Herfahren von Gülle, hat ein Ladevolumen von 16,5 Kubikmeter, wiegt 4,6 Tonnen, braucht 120 PS und kostet 12.840 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Lizard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß und Galvanisiert. Das sieht sehr gut aus. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen dem Rot und Schwarz, was den unteren Aufbau betrifft. Und die Felgenfarbe ist selbstverständlich natürlich die Felgenfarbe und die kann aus der Standardpalette gewählt werden. Der Lizard Haymaster ist die nächste neue Mod und die kommt von Blend Art und Kolocnik Junior. Downloadgröße 5,82 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Ballenwagen ohne Autoload kommt mit einem Gewicht von 2,1 Tonne und kostet 20.800 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus einer erweiterten Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Es gilt zu beachten, dass dieser Ballenlagenwagen, wie gesagt, kein Autoload hat und natürlich auch für und die Schwanenhals-Bauform deutet darauf hin, dass diese natürlich mit einem Pickup zu verwenden ist. So wie hier ist er genauso, wie er verwendet werden kann. Wir kommen zum MAN TGS Fliegel Agro Truck. Der kommt von HR Forst und Fahrzeugbau, Downloadgröße 17,59 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit einer Leistung von 500 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 490 Liter, Maximalgeschwindigkeit 80 km/h, Ladevolumen 35,5 Kubikmeter und die Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h, das Gewicht 17,9 Tonnen. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum 16 Stundenkilometer Arbeitsgeschwindigkeit? Das schauen wir uns gleich an. Der Preis 215.000 Euro. Und hier fangen wir auch gleich an mit der Konfiguration. Und so kann gewählt werden zwischen Standard und Miststreuer. Und da kommt die Arbeitsgeschwindigkeit zum Tragen. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein und Nokian Tires. Und hier gibt es natürlich spezielle Reifentypen, die insbesondere für die Feldarbeit gedacht sind, zum Beispiel eben die Flotation Track. Dann gibt es Steinschlagschutzgitter, die hinzugefügt werden können, und zwar einmal hier vorne, oder nein. Dann eine Dachbar mit Rundumleuchten
oder mit Licht kann hinzugefügt werden. Dann eine Bulba kann auch hinzugefügt werden zwischen Ja und einmal mit Licht und einmal Nein. Die Motorenausführung kann gewählt werden zwischen Standard A, was Automatik ist, dann Stage 1A, das ist auch Automatik und erweitert die Leistung auf 620 PS. Die Stage 2A erweitert auf 800 PS und dann gibt es von den drei verschiedenen Motorisierungen auch noch die handgeschaltete Version mit derselben PS-Leistungsangaben. Dann die Kabinenfarbe kann gewählt werden aus der gewohnten großen Palette. Das ist man sich bei HR Forst und Fahrzeugbau gewohnt. Genauso wie die Aufbaufarbe, wie auch natürlich die Felgenfarbe kann entsprechend gewählt werden. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese CR600. Kommt von Hoffi, Downloadgröße 5,66 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist ein elektrischen Backenbrecher, der ideal ist für die Aufbereitung von kleinem bis mittelgroßem Gestein. Der daraus gewonnene Kalk kann für den landwirtschaftlichen Nutzen oder Gebrauch benutzt werden. In diesem Falle hier kann dieses Gerät verwendet werden zum Verkleinern von Stein zu Kalk, von Zuckerrüben zu Zuckerrübenschnitzel, von Strohballen zu Stroh und von Holz zu Hackschnitzel. Und zwar kommt diese Maschine mit einer Leistung von 450 Kilowattstunden, Arbeitsgeschwindigkeit 5 km/h. Das Ladevolumen ist bei einem Kubikmeter und der Preis 20.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard zu Kistenerstellung, Förderband und Kistenerstellung und Band oder zurück zu Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Grau, Dunkelgrau, Rot und Gelb. Und die Designfarbe kann aus der Standardpalette ausgewählt werden. Es gilt zu beachten, dass dieses Teil nicht sehr einfach zu hantieren ist. Also bis es auf diesem Ladewagen hier drauf war, hat es einiges gedauert. Es ist nicht sehr praktisch, das herumzutragen. Also ich musste hier Superkraft anwenden, dass ich es überhaupt irgendwie hingekriegt habe. Ansonsten kann man versuchen, ob man das Ding dann auch entweder mit einem Frontlader, Radlader oder so verladen kann. Die nächste neue Mod heißt Holma Terra Felis 3 Evo, kommt von Giant Software, Downloadgröße 26,39 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Gerät, welches designt ist, um Zuckerrüben vom Feldrand in Anhänger zu verladen, mit einer Leistung von 381 PS, mit stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1400 Litern und 91 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Das Gewicht liegt bei 21,6 Tonnen, Arbeitsbreite 9,7 Meter und der Preis liegt bei 325.500 Euro. Dieses Gerät kann nur in diesem Zustand gekauft werden. Es gibt also keine Konfigurationsmöglichkeiten in diesem Falle hier. Wir kommen zum Holma Terrados T440. Der kommt ebenfalls von Giant Software, Downloadgröße 32,54 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit einer Leistung von standardmäßigen 626 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1150 Litern, 95 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Das Ladevolumen für Zuckerrüben ist bei 45 Kubikmetern, das Gewicht 31,5 Tonnen und Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h. Der Preis 495.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, Mitas, BKT und Michelin. Dann kann hier auch leider nicht mehr weiter geändert werden, also auch keine Farboptionen. Deswegen bleibt er so, wie er hier steht. Dazu kommt natürlich noch das Frontschneidewerk. Das ist dann 3 Tonnen schwer, hat eine Arbeitsbreite von 5,4 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Der Preis 106.500 Euro. Und natürlich kommt dazu noch der entsprechende Anhänger, der wiegt 2,5 Tonnen und kostet 12.000 Euro. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod und zwar ist das das Holma Pack. Kommt ebenfalls von Giant Software, Downloadgröße 135,39 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und zwar kommt dieses Pack mit verschiedenen Gegenständen. Also wir fangen an mit dem Terra Variant 435. Dieser kommt standardmäßig mit einer Leistung von 435 PS, wird stufenlos geschaltet. Tankfüllmenge für Diesel von 640 Litern, 95 Litern DEF. 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 16 Kubikmeter ist die Tankfüllmenge. Das Gewicht liegt bei 16.800 Kilogramm und die Arbeitsgeschwindigkeit ist bei 20 km/h. Der Preis 324.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Michelin und Trelleborg. Und hier gibt es bei der Hauptfarbe die Möglichkeit, dies zu verändern von diesem Grau zu Gelb. Und das war es denn auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Dieses Gerät kann natürlich verwendet werden, um Gülle auf das Feld zu bringen. Dann haben wir den Terra Variant 585. Der kommt standardmäßig mit einer Leistung von 585 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 720 Litern, 95 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht 18,1 Tonne. Der Preis 387.500 Euro. Die Reifenhersteller haben ja dieselben wie vorhin, also Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Michelin und Trelleborg. Dann gibt es hier verschiedene Motorenausführungen, und zwar einmal den 585er mit entsprechend vielen PS und den 650er mit 652 PS. Auch hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Und dieser kommt dann mit verschiedenen Aufsätzen, zum einmal den GB25 mit 25 Kubikmetern und kann verwendet werden als Überladewagen, der Preis 65.000 Euro. Des Weiteren gibt es den MB35, der hat ein Volumen von 35 Kubikmetern für Zuckerrüben oder Kartoffeln. Der Preis liegt bei 89.500 Euro. Hiermit kann auch Häckselgut, Heu, Gras und wahrscheinlich auch Stroh überladen werden. Das müsste man ausprobieren. Des Weiteren haben wir den XM3, der kommt mit einem Ladevolumen von 17,4 Kubikmeter, einem Gewicht von 3,5 Tonnen, Arbeitsgeschwindigkeit bei 16 km/h und Sprühweite oder Streuweite von 18 Metern. Der Preis 34.000 Euro. Des Weiteren kommt dazu noch das TV85er. Das ist ein Gülletank oder Gerestetank mit einem Volumen von 21 Kubikmetern, dem Gewicht von 3 Tonnen und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h. Der Preis 44.000 Euro. Hier kann die Hauptfarbe geändert werden von Grau zu Gelb und das war es dann auch schon in dieser Konfiguration. Natürlich kommt dazu noch den Glidefix 15, das ist das, was man hinten ans Güllenfass anhängen kann. Gewicht 1,3 Tonnen, 15 Meter ist die Arbeitsbreite, Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h und der Preis 49.500 Euro. So, das war es denn auch schon mit den Mods von heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch eine gute Woche. Lasst doch gerne den Daumen da, falls euch dieses Video gefallen hat. Falls ihr keine solchen Videos verpassen wollt, dann bitte gerne das Abo abholen und natürlich die Glocke anschalten. Dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für euer Verständnis. Ich wünsche euch alles Gute. Danke, tschüss und hasta luego.